Hallo und herzlich willkommen zum Online-Verkaufskurs Perfektes Kontakten im Möbelverkauf. Hier ein paar Tipps zum Vorgehen. Der erste Schritt ist, Sie müssen sich anmelden, damit Sie die Begleitmaterialien bekommen. Das tun Sie mit dem Formular, was Sie rechts von diesem Video finden. Einfach ausfüllen und auf Los geht's klicken und es geht los. Danach werden Sie weitergeleitet auf eine Seite, auf der Sie ein paar Videos finden untereinander. Sie schauen die bitte in der Reihenfolge an, in der die auf der Seite vorkommen, denn das ist das, was am meisten Sinn macht. Und laden sich alle Downloads runter, die Ihnen angeboten werden. Das ist manchmal in Form von diesen Einklinkern hier oben rechts, manchmal poppen da auch Grafiken hoch. Also immer alles runterladen. Die Materialien gucken Sie sich kurz an und meistens macht es dann Sinn, das Video nochmal zu schauen, nachdem Sie es durchgearbeitet haben. Das letzte Video auf jeder dieser Seiten, das heißt auf jeder Stufe, am Ende des letzten Videos finden Sie einen Link zur Seite mit den folgenden Videos zur nächsten Stufe. Das habe ich gemacht, damit ambitionierte Leute wie Sie nicht sich einfach durchklicken und Sachen überspringen, was für den Lernerfolg nicht gerade förderlich wäre. Also, wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, schauen Sie alle Videos durch und am Ende des letzten Videos klicken Sie auf den Link, hier geht's zur nächsten Stufe. Und dann werden Sie weitergeleitet zur Seite mit den nächsten Videos. Der vierte Schritt ist, Sie bekommen E-Mails von mir und die sind idealerweise zum Lesen gemacht. Die erste E-Mail geht Ihnen in genau 10 Minuten, nachdem Sie sich angemeldet haben, zu, die zweite nach einem Tag. Und dann kommen 3 weitere E-Mails in 3 Tagesabstand. Was diese E-Mails enthalten, sind ein paar Ideen zu dieser Stufe, was Sie damit machen können und nochmal Downloads. In der Regel ein Hörbuch, also das Audio-File eines Hörbuchs zu dieser jeweiligen Stufe, können Sie sich runterladen auf Ihr Handy und auf dem Weg zur Arbeit hören. Dann ein Kapitel aus der Verkäuferfibel, das liest sich enorm schnell, das sind ein paar Seiten, gut aufbereitet. Erinnerungskarten, die Sie sich in die Innentasche stecken können, dass wenn Sie auf der Fläche stehen, Sie, bevor Sie an den Kunden gehen, nochmal schnell gucken können, was Sie jetzt anders machen wollen. Die Sachen laden sich runter, drucken sich am besten aus oder ziehen sich die Audiodateien auf Ihr Handy und arbeiten damit. Also Materialien runterladen und bearbeiten. Und das Wichtigste überhaupt, auf jeder Seite, auf denen Sie Videos finden, haben Sie rechts ein Formular, wo drauf steht, haben Sie Fragen? Und da stellen Sie mir bitte jede Frage, die Sie irgendwie im Zusammenhang mit dem Verkaufen haben. Oder Sie können mir da auch Rückmeldung geben, was Ihnen an dem Kurs gefällt oder was Sie gerne noch zusätzlich hätten. Wichtig ist, je mehr Fragen Sie stellen, desto mehr werden Sie sich damit beschäftigen. Jede dieser Fragen werde ich Ihnen beantworten, meistens als Video, glaube ich, weil ich nicht so gerne so viel schreibe. Also stellen Sie Fragen und ich werde Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine Antwort geben oder zugeben, dass ich keine Ahnung von dem Thema habe, wenn Sie mir eine Frage gestellt haben, von der ich tatsächlich keine Ahnung habe. Aber wenn es um Möbelverkauf geht, bin ich seit ungefähr 12 Jahren in dem Geschäft, habe ein paar tausend Verkäufer trainiert und schon einige Situationen kennengelernt. Also stellen Sie mir Fragen und haben Sie viel Spaß, machen Sie neue Erfahrungen und lassen Sie mich wissen, was Sie mit dem Kurs gemacht haben. Los geht's, füllen Sie rechts das Formular aus und haben Sie viel Spaß bei diesem Online-Kurs Kontakten im Möbelverkauf.